Ich habe trainiert. Tagelang, wochenlang, monatelang. Alle 16 Tage einmal gefühlt. Ich habe mich verbessert, glaube ich zumindest. Ich habe einen neuen Lüfter, auf jeden Fall. Und ich habe mein Aufnahmeschneideprogramm aktualisiert, weswegen ich jetzt meine Stimme unterschiedlich aufnehmen kann. Ja, hallo. Wie sagt man? So grüßet euch doch. Ach, keine Ahnung. Ja. Motau, yay. Folgendes, wie schon gesagt, ich habe jetzt einen neuen Lüfter. Die Leistung dürfte kühler sein, aber nicht besser, glaube ich. Oh. Ich habe, naja, ein bisschen trainiert. Ich habe ein bisschen das Parieren, also, ja, das Parieren, Parieren? Ja, das Parieren trainiert. Nicht nur das Stechparieren, sondern das Schwingen parieren. Ja, und ich habe mein Aufnahmeprogramm geupgradet. Und zwar kann ich jetzt meine Stimme und ja, das Spiel als separate Audio-Dateien aufnehmen und bearbeiten lassen. Cool, ne? Das heißt, ich kann jetzt meine Stimme unabhängig vom Spiel, naja, hoch, also laut schalten, leise schalten, im Nachhinein das Spiel vielleicht lauter, leiser machen. Ja, jetzt muss ich nicht mal hier, also Einstellungen, also mit der Lautstärke so ungefähr, ein bisschen probieren. Ich kann das alles gleich im Nachhinein machen. Ich kann einfach aufnehmen, wie ich will. Ich kann meine Kopfhörer laut stellen, wie ich will. Ich kann das Spiel laut stellen, wie ich will. Naja, die Kopfhörer sind jetzt irrelevant. Aber ja. Das war's, glaube ich. Was ich mir gedacht habe, ist, dass ich vielleicht noch bei Video, bei der Grafik, die Bewegung, den Blumen ausmache. Und ich glaube, beim Spiel das Vector Limit, genau, auch mal lieber ausmachen, einfach um Speicherleistung, Arbeitsspeicherleistung, genau, einzusparen. Und die Vektorzeit soll auch 0 betragen. Vielleicht 10 Sekunden? Ne, machen wir mal 0. Kein Blut, keine Zerstörung, Zerstückelung und keine Leichen. So. Ja, Teamkameraden, Teammarker, Teamkameraden, genau. Ja, es gab ein Update wieder mal, und zwar Patch 18 wurde veröffentlicht. Es gibt ein bisschen neue Ausrüstung, Helmvarianten. Ich glaube, es gibt auch, na, nein, ja. Ach, die Klassen wurden wieder auf Deutsch übersetzt. Cool. Es gab neue, ach mal, wie heißt denn das? Manche Waffen haben ein neues Aussehen bekommen, ich sag's mal so. Das ist mein Trainingsschwert, mein Kurzschwert, mein Messer. Mit den drei habe ich oft ein bisschen trainiert. Das nehme ich mal weg. Und schaue einfach gleich mal rein. Und zwar, ich weiß nicht mehr was. Oh. Okay. Okay. Wofür? Degen? Hieß das Ding nicht Rapier oder so? Ich mein, ja, Degen ist richtig, aber. Okay, die haben scheinbar den Rapier in Degen umbenannt. Okay. Meinetwegen. Klingt leichter auszusprechen. Das Messer. Aber der Degen. Was hat er? Warte mal. Was bedeutet das Ausrufezeichen?
Oh, ah. Ah, es gibt. Ah, okay, das sind scheinbar die Waffen, für die es neue Skins gibt. Italienischer Degen, dekorierter Degen. Ja, okay, man sieht ja sehr viel. Okay. Normale Klinge. Der Unterschied. Widerstange. Ja, okay. Was gibt's hier noch Neues? Das Messer. Ja, was gibt's denn hier? Ah! Das Schweizer Seeburg. Oh, Alter, die Klinge. Schaut euch mal die Klinge an. Oh, das sieht ja nice aus. 45 wollte ich schon sagen. 4500 Gold. Level 23, ich bin Level 21. Oh. Oh, aber das Ding sieht. Die Klinge sieht ehrlich gesagt nicht so schlecht aus. Filet-Messer. Messer, das sieht aus ein bisschen wie ein Katana. Oh, Schweizer Säbel. Sehr schön. Ne? Oh. Leider sind hier die Klingen nicht so. Wow. Okay. Nee, da gibt es auch nichts Neues so richtig. Was gab's hier noch? Das Kurzschwert nehme ich auch mal raus. Das Messer nehme ich mal hier zumindest raus. Genau. Nein, nicht den Messer. Hier. Genau. Aber was gab's denn noch hier? Was ich habe und was auch ein neues Aussehen hat? Nix. Gut, ja, okay. Das war scheinbar hierzu. Okay. Ich habe hier genau ein bisschen mir Rüstung gegeben. Ich hatte hier irgendwelche Sachen gehabt. Bluttausch, glaube ich, war das. Genau. Bluttausch, Sacher Templer, grober Kürass, Messer. Genau. Ich habe mir so die Kleidung ein bisschen also einfarbiger gemacht, damit man leichter, glaube ich, erkennen kann, ob ich nicht erkennen kann, damit man schwerer erkennen kann, was ich überhaupt für Rüstung trage. Ach ja, Rüstung. Vielleicht sollte ich die mal auch zeigen. Es gibt. Oh. Ah. Ja, es gibt neue Rüstung. Oh, die sieht echt nicht schlecht aus. Es gibt ein. Ja gut, das Kettenhemd kennen wir schon alle. Hä? Oh, es gibt zwei verschiedene Kettenhemden jetzt. Oh. Sieht aus wie ein Strickpullover, aber naja. Was gibt's denn noch Neues? Hier gibt es nichts Neues. Ja, auch nichts, okay. Hier ist ah, hier. Oh. Deutsche Saletthelm. Salett? Okay. Geschmückt, schöne Federn. Gehoben, geschmückt. Ah. Ah, okay. Ich sehe plötzlich so viel männlicher aus. Okay. Nee, na. Oh. Italienisches. Wie hieß das? Wo war das nochmal? Armet. Italienisches Armet, okay. Hä? Okay. Okay, ich habe da scheinbar eine Radaranlage eingebaut, wie futuristisch. Italienisches Armet umhüllt. Ah. Oh, okay. Oh, das sieht voll tankiger aus. Tankiger. Haben wir deutsches Talett Buffe, dann deutsches Talett Buffe gehoben, dass das hier eins also separat verkauft wird und nicht einfach als Einstellung ja vorhanden ist. Ach, keine Ahnung, italienisches Armet Alternativ, ey, Alternativ, okay, warum? Okay.
Da gibt der das Savoyard. Oh, Savoyard, Alter, das sieht ja aus wie so ein Ofen. Na gut. Kann man machen. Italienisches Sache mit alternativ umhüllt. Versteckt, verstärkter, alter Schwede, Großteil. Boah, das sieht aber bald fett aus. Alter. Oh, boah, wie so ein Juggernaut. Lächelndes Savoyard. Oh. Okay. Okay. Deutsche Talent, Buffet gehoben, geschmückt. Aha. Buffet geschmückt. Aha. Geflügelter Großhelm. Ah, ja, das ist auch dieser eine hohe Helm. Wie einfach ist der. Ist das. Nee, das ist auch Metall. Wie das Ding einfach größer ist als der gesamte Helm selber. Okay. Ja, interessante Wahl. Moment. Gibt es noch Neues? Deutsches Salett. Okay. Schützensalett. Aha. Italienisches Armett gehoben. Ah. Okay. Italienisches Armett, kein Visier. Und deutsches Saletthelm. Na, noch was Neues? Nein? Ah, enge Hau. Okay. Hab's was Neues zu den beiden? Ja, Tatsache. Da gibt es neue verbundene Hosen. Okay, leichte Kavallerieverbundene Hosen. Man sieht keine Unterschiede, um ehrlich zu sein. Das war's auch schon. Okay, dann. 12 Minuten sind schon rum. Na toll, wie die Zeit schnell vergeht. Ja, das ist soweit mein Charakter. Habe ich was für die Arme? Es gibt noch was Neues für die Arme. Kurze Kettenärmel. Über Stoff. Oh. Oh. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir wirklich ganz. Ja, das sieht doch mal sehr gut aus, finde ich. Okay. Ach komm, diese Folge machen wir vielleicht ein. Update-Video. Ich zeig mal, was es Neues gibt, scheinbar. Ja. Dann gibt es noch Kurassier-Arme. Okay. Beeindruckend. Cool. Dann, was gibt es hier? Arme. Die waren gerade Schulterplatten. Gibt es was Neues zwischen Schulterplatten? Neue Schulterplatten. Ja. Kürassiere Schulterplatten. Oh, nicht schlecht. Dann Hände. Gibt's Handschuhe oder so? Ja, Kürassier Handschuhe. Okay. Hüfte. Gibt's das mal für die Hüfte? Nein. Dann Hose. Neue Hosen. Immer noch nicht. Gut. Füße. Nein, keine neuen Stiefel. Okay. Hals. Ist was Neues für den Hals? Nein. Okay. Ja. Metallrauheit. Oh, shiny. Gab es neue Waffen? Ich weiß gerade nicht. Mal gucken. Gibt es hier was Neues, was ich nicht kenne? Der Morgenstern sieht anders aus, oder? Sah das schon immer so aus? Keine Ahnung. Hä? Wieso ist der Werkzeug? Wieso ist der Werkzeug? Was er wächst? So. War der Werkzeugkasten schon immer so?
Teuer? Okay. Speer, Stangenhammer. Stangenhammer ist neugraubisch. Ja, schaut mal. Ein Stangenhammer. Ein Hammer mit großer Reichweite. Und als Speer gedacht und hier als Stecher? Ach, keine Ahnung. Und sonst gab es nichts weiter. Nein. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, klicke ich mal auf Kämpfen und zwar auf Matchmaking und vielleicht machen wir mal Frontline. Aber da es vielleicht schon 15 Minuten sind, würde ich sagen, mache ich vielleicht doch lieber Schluss für diese Folge. Ich habe so ein bisschen ein Update gegeben zu Mordhau, ja, zu meinem Computer. Und ich habe ein bisschen was gezeigt, was es Neues gibt seit dem letzten Update. Ich glaube, das. Ja, tut mir leid, es reicht leider, glaube ich, schon für diese Folge. Ich meine, 16 Minuten, da will ich dich sehr lange was anschauen, auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Kann sein, dass ich die nächste Mordhau-Folge am nächsten Tag hochlade, einfach damit ihr noch ein bisschen mehr Action habt. Aua, meine Pause. Und ja, bis gleich, eventuell mal gucken.